Für diese Aussprache ist eine Dauer von 31 Minuten beschlossen. Und ich bitte auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion CDU/CSU. Hallo. Den Platzwechsel vorzunehmen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Nicole Gulke, Fraktion Die Linke, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Die Linke bringt heute einen Antrag ein, um den dramatischen Fachkräftemangel in den Kitas und an den Schulen anzugehen. Sie, liebe Ampelparteien, Sie reden ja viel von Fortschritt und von Chancen. Die neue Ministerin kündigt sogar eine Bildungsrevolution an. Und das klingt auch alles gut. Das mögen wir Linke natürlich auch sehr gerne. Fortschritt und Revolution, klar. Aber es darf eben nicht nur gut klingen, sondern am Bildungssystem muss sich auch tatsächlich was ändern. Es muss sich auch endlich mal was tun in der Realität. Und in der Realität gibt es ein paar Baustellen, die tauchen noch nicht mal auf in ihrer Rhetorik. Und eine davon ist eben der krasse Fachkräftemangel in der Bildung. Die Schulen und Kitas sind am Limit angekommen. Und die Lehrkräfte und die Erzieherinnen und Erzieher, die haben den Kanal mittlerweile gestrichen voll, so viel kann man sagen. Die Situation in Schulen und Kitas war schon vor Corona eine Zumutung. Seit der Pandemie ist es einfach nur noch irre. Und wenn jetzt nichts getan wird, das ist die Situation, dann wird das alles noch mal schlimmer. Dann werden in 3 Jahren über 45.000 Lehrkräfte an Schulen fehlen und bis 2030 über 200.000 Erzieherinnen und Erzieher. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, geht es jetzt um eine Offensive, um eine politische Offensive, um eine bundesweite Ausbildungsoffensive von Bund und Ländern für Lehrkräfte und für Erzieherinnen und Erzieher. Jahr für Jahr wurde das Thema verschleppt, auch hier im Hause. Und die Folgen sind verheerend. Eltern und Kinder leiden unter Unterrichts- und Betreuungsausfall. Neue Kita-Gruppen können nicht eröffnet werden. In meiner Heimatstadt in München werden gerade Kitas wieder geschlossen, weil es kein Fachpersonal gibt. Und die Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher, sie werden verbrannt. Denn sie müssen ja diesen Mangel, der wirklich nichts anderes ist als politisches Versagen. Diesen Mangel müssen Sie Tag für Tag ausbaden und durch Mehrarbeit ausgleichen. Und die Folgen sind ein hoher Krankheitsstand, Burnout, Anträge auf Verkürzung der Arbeitszeit, vorzeitiges Aussteigen aus dem Beruf. Das kann so nicht bleiben, Kolleginnen und Kollegen. In wenigen Tagen startet die Tarifrunde der Sozial- und Erziehungsdienste. Da kämpfen die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die ErzieherInnen, die KinderpflegerInnen, die Schulassistenzen um Wertschätzung und um Anerkennung, für eine bessere Eingruppierung und mehr Lohn, aber eben auch für eine Verringerung der Arbeitsdichte, also für Entlastung und Qualität. Und wir, die Politik, wir sollten sie dabei unterstützen. Das ist nach 2 Jahren Pandemie wirklich das Mindeste, was wir tun können, Kolleginnen und Kollegen. Und auch die Lehrkräfte an Schulen müssen bei der Bezahlung endlich alle gleichgestellt werden. Ich meine, was ist das eigentlich für ein Irrsinn, dass die Arbeit an Grundschulen oder an Mittelschulen weniger wert sein soll als die an Gymnasien? Das ist wirklich feudales Denken. Das kann wirklich endlich mal weg. Und weg, Kolleginnen und Kollegen, muss auch das Kooperationsverbot. Große Bildungsaufgaben müssen von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam angegangen werden. Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, zeigen Sie jetzt, dass Sie nicht nur blumige Rhetorik können, sondern legen Sie bitte endlich los. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gulke. Ich rufe auf, was ich gar nicht mehr muss, die Kollegin Katrin Tschau, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Ministerin, sehr geehrte Abgeordnete. Als vormalige Geschäftsführerin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mecklenburg-Vorpommern bin ich gemeinsam mit meinen Kollegen im Rahmen unserer Kampagne Respekt für bessere Lern- und Lehrbedingungen im Bildungssystem meines Landes eingetreten. Mit 74 Forderungen, die von der Lehramtsausbildung bis hin zum Berufsaufstieg, von den grundständig ausgebildeten Pädagogen bis hin zu den Lehrkräften im Seiteneinstieg reichten, haben wir Reformbedarf angemeldet.
Ganz im Sinne auf die Lehrkraft kommt es an, haben wir vor allem auf den drohenden Lehrerinnenmangel aufmerksam gemacht. Bis 2030 werden etwa 2/3 der jetzt in MV Unterrichtenden in den Ruhestand wechseln. Sie gilt es zu ersetzen, sowohl in den Universitätsstädten wie auch auf dem Land, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern, vor allem in unseren Grund- und regionalen Schulen. Es braucht da Ausdauer und einen offenen Dialog mit der Landesregierung und den Abgeordneten, damit ein geteiltes Verständnis für die aktuelle Lage an den Schulen wachsen konnte. Im April 2021 haben Landesregierung, Gewerkschaften und Verbände die gemeinsame Vereinbarung Bildungspakt für gute Schule 2030 unterzeichnet, jetzt verankert im Koalitionsvertrag. Gemeinsam sollen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um ausreichend Lehrkräfte für die Schulen zu finden, zu halten und auszubilden. Und darauf bin ich stolz, gleichermaßen auf meine GEW wie auf meine Partei in Regierungsverantwortung. Mir ist es wichtig, voranzustellen, dass die Verantwortung bei der Fachkräftegewinnung in den Händen der Länder liegt. Dabei geht es nicht zuletzt um die Deckung des mittelfristigen Bedarfs an Studienabsolventinnen, um eigene Bedarfe zu decken. Mir ist es jedoch gleichsam wichtig zu fragen, ob die Länder über ausreichend finanzielle und Steuerungsmöglichkeiten verfügen, dem prognostizierten Mangel an Lehrkräften und weiteren pädagogischen Professionen begegnen zu können. Wir müssen uns als Abgeordnete auf Bundesebene fragen, ob wir im Jetzt und Morgen den Bildungs- und Betreuungsbedarf für Kinder und Jugendliche an jedem Ort dieser Republik sicherstellen können und dies in qualitativ guter Weise. Und ob die Lehrerinnen und Erzieherinnen, auf die es ankommt, das in einem guten Arbeitsumfeld leisten können. Es macht das Wesen dieser Koalition aus, eben deshalb in den wissenschaftlichen und politischen Dialog einzutreten. Und von daher begrüße ich die aktuelle Untersuchung von Professor Klaus Klemm, die leider zu anderen Ergebnissen kommt, als die Prognose der KMK tut. Politisch wird es mit Marc Racklis, der die strukturellen Probleme in der deutschen Lehrerinnenbildung analysiert, den ich sinngemäß zitiere: Es wird sowohl zu wenig als auch am Bedarf der konkreten Fächer und Schularten vorbei ausgebildet. Er empfiehlt unter anderem, den Lehrkräftemarkt nicht als regionalen, sondern als bundesweit größten Teilmarkt des öffentlichen Dienstes anzuerkennen, länderübergreifend zu betrachten und dementsprechend Instrumente zu entwickeln. Dabei geht es um eine länderübergreifende Kapazitätsplanung, gemeinsame Vorgaben oder verbindliche Verabredung zur Erfassung der Bedarfe und Methodik der Prognosen. Zu Beginn habe ich verdeutlicht, dass es einen ersten wichtigen Schritt darstellt, sich auf eine gemeinsame Problemanalyse zu verständigen. Im Anschluss daran werden meist finanzielle Ressourcen freigesetzt und Verantwortlichkeiten neu sortiert. So wollen wir als Ampel verfahren. Es geht uns um eine neue Kultur und neue Formen in der Bildungszusammenarbeit von Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, in der wir uns über Baustellen und gemeinsame ambitionierte Bildungsziele verständigen. Diesem Ansatz folgen wir bei der Evaluierung des Digitalpakts Schule mit der Einrichtung einer bundesweit agierenden Koordinierungsstelle Lehrkräftefortbildung und der bundesweiten Qualitätsentwicklung des Seiten- und Quereinstiegs. Gemeinsam mit den Ländern und allen relevanten Akteuren entwickeln wir eine Gesamtstrategie, um den Fachkräftebedarf für Erziehungsberufe zu sichern und streben einen bundeseinheitlichen Rahmen für die Ausbildung an. Ich schließe mit einem weiteren Racklis-Zitat. Es hat nur bedingt Sinn, einfach mehr Geld ins bestehende System zu geben. Es ist zu fragen, welche strukturellen Veränderungen auf welcher Ebene erfolgen müssen, damit das System der Lehrkräftebildung bedarfsgerechter ausbildet. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schau. Nächster Redner ist der Kollege Lars Gruber, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Corona-Krise hat viele Probleme an den Schulen aufgedeckt und manchmal auch verschärft. In diesen Zeiten macht sich der Lehrer- und Erziehermangel in den Schulen und in den Kitas besonders bemerkbar. Trotzdem ist Ihr Antrag, liebe Kollegen von den Linken, für mich blinder Aktionismus, da er kurzfristig keine Lehrer und Lehrerinnen in die Schulen bringt. Denn eine missliche Lage hier in Berlin, wo offensichtlich nicht vorausschauend vom Senat gearbeitet wurde, wird in den Bundestag gehoben und soll da gleich noch die Verfassungsänderung hinter sich herziehen.
Nach der föderalen Ordnung des Grundgesetzes sind die Länder für die Schulen zuständig. Dazu gehört insbesondere auch die Bereitstellung personeller Ressourcen zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung. Mein Kollege Norbert Altenkamp wird in seinem Redebeitrag darauf noch näher eingehen. Die CDU-geführte Bundesregierung hat in den letzten Jahren unter Anja Karliczek und Johanna Wanka die Länder massiv im Bereich Bildung unterstützt. Immer wieder haben wir das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern gelockert. Doch damit nicht genug. Mit der Qualitätsoffensive Lehrerbildung stellt der Bund bis Ende 2023 eine 500 Millionen Euro zur Verfügung, um die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern zu fördern. Die Programme werden evaluiert und im Falle einer positiven Bewertung eben auch gefördert. Wir haben damit strukturelle Verbesserungen im Bereich der Lehrerbildung bewirkt. Es werden bis 2023 91% Projekte unter Einbindung von 72 lehramtsausbildenden Hochschulen in ganz Deutschland gefördert. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion, das Problem lässt sich nicht einfach durch eine Bundesfinanzspritze lösen. So leicht ist es wahrlich nicht. Wir müssen die Lage differenziert betrachten. Es gibt einen Lehrerüberschuss an Gymnasien, aber die Prognosen deuten auf Schwierigkeiten in Grundschule hin. Aber wir werden auch da einen Trendumkehr vor uns haben. Problematisch ist die Ausbildung im MINT-Bereich. Hier fehlen Lehrer. Und für diese Fächerkombination müssen wir verstärkt werben unter den Studenten. Das hat auch der Fachkräfteradar für Kita und Grundschule der Bertelsmann Stiftung festgestellt. Statt also immer wieder am Grundgesetz herumzuschrauben, sollten wir erfolgreiche Gesetze wie das Gute-Kita-Gesetz über 2022 hinaus verlängern, damit wir mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung haben. Herr Rover, haben. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Golke, Fraktion Die Linke? Gerne. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sie haben ja gerade selber auch beklagt den sozusagen Überhang, also die Ungleichverteilung bei der Lehrkräfteausbildung und den Überhang insbesondere im Gymnasialbereich. Und ich hatte ja in meiner Rede davon gesprochen, dass es vielleicht begrüßenswert wäre, Lehrkräfte in der Bezahlung gleichzustellen. Nun weiß ich, dass wir das jetzt hier nicht sozusagen zu bestimmen haben, aber mich würde Ihre persönliche Haltung dazu interessieren. Was spricht denn dagegen, alle Lehrkräfte eigentlich einheitlich auf E13, A13 zu bezahlen? Weil ich frage mich natürlich schon, was ist denn die Begründung sozusagen dafür, dass Menschen, die Mittelschülerinnen und Mittelschüler unterrichten oder eben Grundschülerinnen und Grundschüler, schlechter gestellt sein sollen? Da würde mich einfach die Haltung von Ihnen und von Ihrer Fraktion interessieren. Schauen Sie, vielen Dank für Ihre Frage. Jetzt komme ich aus dem Sächsischen Landtag hier in den Deutschen Bundestag. Und diese Debatte haben wir im Sächsischen Landtag natürlich auch geführt, genau um diese Angleichung. Und wir sind das in Schritten auch schon gegangen. Und wir sehen natürlich auch den Erfolg. Insofern bin ich dabei, dass auch gleiche Arbeit gleich bezahlt werden soll. Aber es ist eine Entscheidungshoheit der Länder. Und da sollen wir sie auch unterstützen, da sollen wir sie auch befördern. Aber die Länder entscheiden und nicht der Deutsche Bundestag. Ich möchte auf einen anderen Aspekt eingehen, zumal wir jetzt eine Situation haben, dass wir so Wellenbewegungen in der Lehrerschaft haben. Wir dürfen die aktuelle Rentenwelle nicht panisch mit einer neuen Welle beantworten. Das würde das Problem nur in die Zukunft reproduzieren. Wir brauchen Kontinuität und Augenmaß. Wir brauchen deshalb auch Seiteneinsteiger. Und nicht jeder Seiteneinsteiger ist gleich ein perfekter Lehrer. Aber wir müssen sie unterstützen und müssen das als eine Möglichkeit sehen, genau diese Wellenbewegung zu durchbrechen. Ich komme zum Schluss. Wir wollen die Länder bei der Sanierung ihrer Schulgebäude und bei der Digitalisierung weiter unterstützen. Das ist die verfassungsrechtliche Möglichkeit, die wir im Grundgesetz haben. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich erteile das Wort Laura Kraft, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
Der Antrag der Linken macht durchaus auf ein wichtiges Thema aufmerksam, denn klar ist, gute Kita und gute Schule, die brauchen ausreichend Lehrkräfte und ErzieherInnen. Mit guter Bildung Lebenschancen schaffen, nicht weniger sollte unser Anspruch sein. Und wie wir Schule und Kitas fördern, das bestimmt auch maßgeblich die Richtung und die Zukunft in unserem Land. Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher versuchen seit bereits 2 Jahren, dass Kitas und Schulen auch mitten im Ausnahmezustand weiterhin gelingen. Und das sollten wir wirklich mehr würdigen. Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche erheblich belastet und sie hat Lehrerinnen und Lehrer und Erzieher ausgebrannt. Wenn Lehrerinnen und Lehrer ihren einstigen Traumberuf verlassen, weil er für sie zum Albtraum geworden ist, dann sollten wir als Politik wirklich auch die Notbremse ziehen. Aber die Thematik ist ja nicht neu und die Probleme sind hinlänglich bekannt. Denn in der Pandemie hat sich die Situation nochmals verschärft. Aber Lösungen für strukturelle Probleme waren bisher eher halbherzig. Und was man dazu auch sagen muss, ein digitales Endgerät macht noch lange keinen guten Unterricht. Ein wesentliches Problem, das wurde hier auch schon angesprochen, ist nach wie vor der massive Lehrkräftemangel. Schon längst können nicht mehr alle offenen Stellen an Schulen besetzt werden. Und wir sollten hierbei auch nicht nur in den Bereich der Grundschule denken oder weiterführende Schulen. Wir sollten auch die Berufsschulen mit in den Blick nehmen. Und die anstehende Pensionierungswelle, die wird das Problem noch vergrößern. Lehrkräfte haben auch mit der Digitalisierung viele neue Aufgaben dazu bekommen. Sie haben weniger Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich auf die Schülerinnen und Schüler. Und dafür brauchen sie jetzt Unterstützung und sie brauchen Entlastung. Und das geht auch langfristig am besten mit multiprofessionellen Teams, mit zusätzlichen Schulsozialarbeitern, IT-Fachleuten, Sonderpädagogen, Integrationshelfer. Denn je weniger Personal da ist, desto mehr werden die noch verbliebenen Lehrkräfte belastet. Was wir jetzt wollen und was wir jetzt brauchen, das ist, dass sich Lehrerinnen und Lehrer wieder auf ihre Kernkompetenzen fokussieren können, dass sie wieder Pädagoginnen sein dürfen. Und eines, das muss hier an dieser Stelle auch gesagt werden, die Kompetenzen im Bereich Schule und Lehrkräfteausbildung, das wurde auch schon gesagt, die liegen einfach maßgeblich bei den Ländern. Und das beantragt leider der Antrag der Linken, das berücksichtigt, Entschuldigung, der Antrag der Linken leider nicht ausreichend. Und wir haben in der Ampel mit dem Koalitionsvertrag Optionen geschaffen, um genau da anzusetzen, wo wir als Bund unterstützend wirken können. Der Bund kann das Problem nicht alleine lösen. Unser Ansatz ist es eben darum, dass wir einen steten Austausch mit den Ländern, mit den Kommunen, mit den Schulen haben. Ein zentraler Weg zur Entlastung von Schulen und Lehrkräften, das ist einfach auch die Förderung von Nachwuchsfachkräften. Und wir werden deshalb mit allen Ebenen zusammenarbeiten, um eben Studienbedingungen zu verbessern und den Übergang in den Beruf zu begleiten. Außerdem schaffen wir eine Koordinierungsstelle zur Lehrerfortkräftebildung und wir vernetzen Weiterbildungsangebote. Damit wollen wir die vielen guten Ansätze und die Konzepte in den Ländern vernetzen. Und wir wollen dafür sorgen, dass alle Länder voneinander profitieren können. Zusätzlich wird die Ampelkoalition die qualitätsoffensive Lehrerbildung erheblich weiterentwickeln. Wir bringen die Lehrerkräftebildung damit auf den neuesten Stand und auch eine bundesweite Qualitätsentwicklung des Seiten- und Quereinstiegs, das ist auch wichtig, wollen wir so voranbringen. Und davon können dann eben auch Berufsschulen profitieren. Schule bedeutet mehr als nur Wissensvermittlung. Wir wollen, dass in Schulen mehr Sozialarbeiterinnen, Sonderpädagogen arbeiten können und die brauchen wir so dringend. Wir sorgen für eine passgenaue Betreuung und unterstützen hinsichtlich Integration, erweiterter Förderbedarf und eine über den Schulunterricht hinausgehende Betreuung. Und wir werden außerdem an 4.000 Schulen in benachteiligten Regionen gezielt und dauerhaft mit Stellen im schulischen Sozialarbeitsbereich unterstützen. Wir werden gemeinsam mit den Ländern, gemeinsam mit den Schulen, werden wir das anpacken. Und mit unseren Ansätzen, da stellen wir als Ampelkoalition die Weichen für eine engagierte Bildungspolitik. Sie haben gesagt, wir sollen es anpacken. Wir packen es jetzt an. Ich bin da ganz zuversichtlich. Vielen Dank.
Und ich erteile das Wort Dr. Götz Frömming, AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, dem Patient Schule geht es nicht gut. Und die Diagnose der Linksfraktion ist ja auch nicht ganz falsch. Nur die Therapie, die Sie uns empfehlen wollen, die ist leider auch nicht ganz richtig. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Sie selber an der Entstehung der Krankheit nicht ganz unschuldig sind, meine Damen und Herren. Warum haben wir denn eigentlich Lehrermangel? Die banale Antwort, Sie haben sie auch vorgetragen, lautet, naja, wir haben schlichtweg zu wenig Lehrer ausgebildet, wir bilden zu wenig Lehrer aus nach wie vor. Aber warum entscheiden sich denn immer weniger junge Menschen, den Lehrerberuf zu ergreifen, obwohl sie eigentlich geeignet sind? Sie sagen schlichtweg mit Blick auf den Zustand unserer Schulen, das tue ich mir gar nicht erst an. Und zunehmend sagen ältere Kollegen, ich halte das gar nicht mehr aus. Sie lassen sich früh pensionieren, sie gehen in Teilzeit und all das verschärft natürlich das hier adressierte Problem, meine Damen und Herren. Und schuld daran ist natürlich auch eine seit Jahren betriebene linksgrüne Gesellschaftspolitik, die jetzt bei uns in den Schulen angekommen sind. Ja, gehen Sie doch einfach mal in eine Brennpunktschule in unseren Großstädten. Da sehen Sie, wohin die Reise geht, und unterrichten Sie da mal. Dann möchte ich mal sehen, wie lange Sie das aushalten, meine Damen und Herren. Wir erleben einen massiven Verlust der Autorität des Lehrers. Wir erleben einen Leistungsverfall. Lehrer können sich nicht mehr darauf verlassen, dass Normen und Werte, die früher noch als selbstverständlich galten, heute noch eingehalten werden. Und all das ist auch Teil des linksgrünen Gesellschaftswandels, meine Damen und Herren, der in den Schulen jetzt voll durchschlägt. Was empfehlen Sie uns nun als Lösung? Mehr Zentralismus wagen, einmal wieder. Das mag natürlich zu tun haben mit Ihrer DNA als ehemalige SED-Staatspartei. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen bis in die DDR. Wir müssen nur einmal auf die letzte Legislaturperiode blicken. Was ist denn aus Ihrem mit viel Tamtam angekündigten Digitalpakt geworden? Er hat sich doch als Ladenhüter entpuppt. Die ins Schaufenster gestellten Mittel mussten Sie den Ländern anbieten wie Sauerbier, und noch immer ist ein Großteil der Mittel gar nicht abgerufen worden. Und warum ist er nicht abgerufen worden? Weil Sie am tatsächlichen Bedarf vor Ort schlichtweg vorbei geplant haben. Und genau dieses Rezept wollen Sie jetzt wiederholen. Das ist falsch. Das lehnen wir ab. Wir sind die Partei des Föderalismus und stehen damit auch im Gegensatz zu Ihnen auf dem Boden des Grundgesetzes, meine Damen und Herren. Ja, natürlich brauchen wir mehr Lehrer, natürlich müssen wir mehr Lehrer ausbilden, natürlich kostet das Geld. Und die gute Nachricht ist, meine Damen und Herren, das Geld wäre sogar da. Wir müssen nur die Prioritäten anders setzen. Weniger linksgrüne Genderprojekte, weniger Kampf gegen rechts, der sich als Quersubventionierung der Antifa entpuppt bei näherer Betrachtung. Dafür Geld an die Schulen, Geld für die Lehrer, Geld für unsere Kinder. Dann geht es auch dem Patienten Schule bald besser, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Und ich erteile das Wort dem Kollegen Peter Heidt, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das deutsche Bildungssystem ist nicht erst seit der Corona-Pandemie aus der Zeit gefallen. Ohne einen modernen Bildungsföderalismus, ohne ein Kooperationsgebot, und das fordern wir Freie Demokraten in der Tat schon lange, können wir unseren Kindern kein adäquates Bildungsangebot mehr machen. Insofern geht Ihr Antrag durchaus in die richtige Richtung, aber er reicht eben nicht. Mit Blick auf das Kooperationsgebot und das derzeit noch bestehende Kooperationsverbot hat unsere Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gestern im Ausschuss für Bildung und Forschung Stellung genommen und gesagt, dass jetzt ein Gesprächsangebot an die Länder geht und dass das Schulsystem wird, so wie es ist, dem jetzigen neuen Leben nämlich nicht mehr gerecht. Das müssen und das werden wir ändern. Und liebe Frau Gohlke, wir sind nun wirklich ja erst ein paar Tage im Amt und Würden, deshalb die Zeit dürfen Sie uns schon zubilligen. Bund und Länder müssen sich vernetzen, um zumindest in Teilgebieten wirklich zusammenzuarbeiten. Wir Freie Demokraten wollen insgesamt eine Stärkung des Lehrerberufs
Und für erfolgreiches Lernen ist der Lehrer und sein Umfeld entscheidend. Hochqualifizierte und engagierte Lehrerinnen und Lehrer sind damit einer der wichtigsten Chancenmotoren für die Zukunft unserer Kinder. Es mangelt dabei in Deutschland schon an der Basis in Kindergärten und Grundschulen. Corona hat die Situation nur noch verschärft. In Deutschland fehlen nun in der Tat Zehntausende von Lehrern und wir haben da viel nachzuholen. Noch aus der Opposition heraus haben wir Freie Demokraten viele Anträge, viele Vorschläge unterbreitet. Diese gilt es nun schnellstmöglich umzusetzen. An den Schulen gibt es eine enorme Vielfalt von Bedürfnissen, Talenten, Interessen, Potenzialen, Begabungen und aber auch sozialen Problemen. Nur durch einen konstruktiven Umgang mit all diesen Diversitäten und die individuelle Förderung aller Kinder kann eine Bildungsgerechtigkeit erreicht werden. Lehrkräfte benötigen hierfür die Unterstützung in Form von professionellen Fachkräften. Die Schule der Zukunft muss deshalb auch der multiprofessionellen Teams werden. Durch den dauerhaften Einsatz dieser Teams können die Kinder bestmöglich gefördert werden, eventuelle Problemlagen gemildert bzw. vermieden werden. Die Zusammenarbeit dieser multiprofessionellen Teams bedeutet immer ein gemeinsames Arbeiten. Essentiell ist zudem die Unterstützung der Schulleitung durch die Bereitstellung dieser Ressourcen und Strukturen. Unsere Lösung ist ein Vierstufenmodell für die beste Lehrerqualität. Um Lehrkräfte dabei zu unterstützen, noch besser zu unterrichten und die besten Absolventen für den anspruchsvollen Lehrerberuf zu gewinnen. Wir brauchen attraktive Arbeitsbedingungen, eine spitzenmäßige Aus- und Fortbildung, transparente Aufstiegsmöglichkeiten sowie eine Bezahlung, die eben Engagement belohnt. Mit unserem Vier-Stufen-Modell für beste Lehrerqualität wollen wir den wichtigsten Job für Bildung auch zum begehrtesten Job der Republik machen. Und eine Dauerbaustelle der Schulpolitik bleibt die praxisferne Lehrerausbildung. 60% der angehenden Lehrer fühlen sich nicht auf die digitalen Anforderungen von Schule vorbereitet. Über 30% wollen nach ihrem Studium nicht an einer Schule arbeiten. Das heißt, wir müssen die Attraktivität des Lehrerberufs deutlich und dauerhaft verbessern. Anstehende Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht, besser auf ihren Beruf vorbereitet zu werden. Digitalkompetenzen, die Chancen der künstlichen Intelligenz für Lernprozesse und digitale Lern- und Lehrmethoden müssen fester Bestandteil der Lehrerausbildung werden. Digitale Anwendungen können Routineaufgaben schnell und einfach erledigen. Der Digitalpakt ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber der Digitalpakt 2.0 muss jetzt folgen. Und nicht zuletzt wollen wir duale Professuren für das Lehramtsstudium einrichten. Durch ein duales Lehramtsstudium, in dem sich Theorie und Praxis abwechseln, könnte das Referendariat entfallen. Außerdem könnte ein berufsbegleitender Studiengang Quereinsteiger passgenau qualifizieren. Gerade Quereinsteiger können mit unverstelltem Blick innovative Impulse an das Schulsystem bringen. Den Antrag lehnen wir ab. Er ist zu kurz gedacht und die Ampel ist heute schon viel weiter. Und zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag erteile ich das Wort Holger Mann, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Bildung ist entscheidend für Lebenschancen und Lebenswege. Was wie eine Binsenweisheit klingt, habe ich familiär erfahren. Meine Mutter war das erste und blieb das einzige von 10 Arbeiterkindern, das Abitur machte und dann studieren durfte. Und dies setzt sich nun und leider auch viel zu häufig in zweiter Generation fort. Laut Bildungsstatistik nehmen Kinder von Eltern, die nicht studiert haben, 3-mal seltener ein Studium auf, sie beenden es 4-mal seltener erfolgreich. Und auf den folgenden Qualifizierungsschritten und Stufen verschärft sich dieses Missverhältnis auf 1:10. Noch dramatischer aber ist diese Chancenlücke bei Menschen, die überhaupt keinen formalen Bildungsabschluss besitzen. Deshalb wollen wir von der Ampel hier bessere Bildung und gerade die ersten Entwicklungsschritte erleichtern. Und ja, man muss sagen, die Pandemie wirkt hier leider wie ein Bremsklotz. Die Bildungs- und Gesundheitsforschung zeigt, ohne ein stabiles Bildungssystem, ohne regelmäßige soziale Kontakte, ohne die Vermittlung von Kompetenzen
entstehen vor allen Dingen bei den Kindern Entwicklungsdefizite, die ohnehin die höchsten Hürden zu übernehmen haben. Die Koalition hat sich auch deshalb dem Ziel der Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit verschrieben. Wir werden die Kindergrundsicherung einführen und das BAföG grundlegend reformieren, um eben mehr Menschen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Wir wollen einen Ausbau des Ganztags und der Qualität der Bildungsangebote. Und, es kam schon zur Rede, wir werden Schüler stärken und Lehrerinnen dort entlasten, wo eben die größten Herausforderungen bestehen. Hierfür ist im Koalitionsvertrag klar vereinbart, dass wir 4.000 Schulen mit dem Startchancenprogramm besonders fördern und Schulsozialarbeit dauerhaft ausbauen. Mit den letzten Projekten ist eng verbunden das Thema der Lehrerversorgung oder, wie es die Fraktion Die Linke thematisiert, des Lehrerinnenmangels. Professor Klaus Klemm legte dazu gerade wieder eine aktuelle Studie zur Entwicklung des Lehrerinnenbedarfs bis 2030 vor. Und man muss sagen, diese zeichnet ein durchaus differenziertes, aber kein dramatisches Bild. Fast alle Bundesländer haben in den letzten Jahren ihre Lehramtskapazitäten gerade in der Primarstufe und Sekundarstufe 2 ausgebaut. Zur Wahrheit gehört aber auch, wir haben ein Problem im Feld der beruflichen Bildung. Und wer Ausbildungschancen und Fachkräfte erhalten will, der muss genau hier ansetzen. Die Ampel wird deshalb die qualitätsoffensive Lehrerbildung weiterentwickeln und vor allen Dingen das Berufsschullehramt stärken. Wir wollen Lehrkräftefortbildung auch durch digitale Bildungsangebote ausbauen und den Seiten- und Quereinstieg erleichtern. Wir Sozi stehen für ein echtes Kooperationsgebot. Ja, wir wollen weg vom bisherigen weitgehenden Verbot und wollen dafür einen Bildungsgipfel einberufen. Klar ist aber auch, und das sei auch gesagt, auch die Länder müssen ihrer vor 2 Jahren übernommenen Verpflichtung zum Ausbau der Lehramtskapazitäten nachkommen. Und ich kann sagen, das ist möglich. In Sachsen habe ich selber daran mitwirken können, die Lehramtsstudienplätze in den letzten 10 Jahren von 900 auf 2.700 zu verdreifachen. Genau hier haben wir die Mittel des Bundes, des Hochschulpaktes und des Zukunftsvertrages sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt. Die Zeit von Abwerbekampagnen zwischen den Bundesländern ist jedenfalls vorbei. Das Gebot der Stunde ist mehr Kooperation. Koordinierte Planung, polyvalente Bachelor, qualifizierte Seiteneinstiege und auch das Anerkennen von ausländischen Lehramtsabschlüssen können ihren Beitrag dazu leisten, dass wir den Lehrerinnenbedarf decken. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir sehr, dass in der Generation unserer Kinder die Bildungsabschlüsse und die Herkunft der Eltern nicht mehr über Lebenswege vorentscheiden. Lassen Sie uns bitte gemeinsam daran arbeiten. Danke. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist der Kollege Norbert Altenkamp, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich den Antrag Bildung am Limit gelesen habe, habe ich mich als erstes gefragt, warum diskutieren wir heute im Bundestag darüber? Denn die Ausbildung von Lehrern und Erziehern liegt ja in der ureigenen Kompetenz der Länder. Natürlich ist die Analyse im Antrag grundsätzlich richtig. Wir haben einen Fachkräftemangel in den Schulen und Kitas, besonders in den MINT-Fächern, und er wird sich verstärken, wenn wir künftig mehr Ganztagsbetreuung, mehr Fachkräftezuwanderung, mehr Hilfe für Brennpunktschulen und mehr Inklusion haben wollen. Aber von einem Teufelskreis und der skizzierten Bildungs- und Betreuungskatastrophe sind wir weit entfernt. Wo der von den Linken zitierte Bildungsforscher ein Defizit von bis zu 155.000 Lehrkräften bis 2030 vorausberechnet hat, sieht die KMK eine Lücke von rund 14.000 Lehrkräften. Dabei sind die zugrunde gelegten Parameter allerdings auf beiden Seiten nicht unbedingt zwingend. Wie dem auch sei, der Handlungsbedarf ist da, aber in das übliche Lamento der Linken stimmen wir nicht ein. Vor allem gilt, nicht der Bund, sondern die Länder halten hier das Heft des Handels in der Hand. Sie sind und bleiben gemäß unserer Verfassung zuständig für die Schulen und Kitas in unserem Land.
Und Sie alle sind aufgefordert, Ihre Hausaufgaben zu machen, gerade auch ein Land wie Thüringen, wo die Linke regiert und das seit Jahren seine Lehrkräfte weder bedarfsdeckend noch bedarfsgerecht ausbildet. Ich freue mich, dass die aktuelle KMK-Vorsitzende Karin Priem. Lieber Kollege Altenkamp, lassen Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke zu? Nein. Nein, okay. Ich freue mich, dass die aktuelle KMK-Vorsitzende Karin Priem kürzlich betont hat, alle 16 Länder sind sich der Lage bewusst und ergreifen länderspezifische Maßnahmen, um die Personalnot an den Schulen zu lindern. Zu den Maßnahmen müssen aus meiner Sicht auch eine realistische Bedarfsberechnung, die Qualität der Lehrerbildung, mehr Wege für Quereinsteiger ins Lehramt und eine bessere Zusammenarbeit der Länder untereinander gehören. Natürlich hilft der Bund gerne, wenn es notwendig und sinnvoll ist. Das haben wir mit der unionsgeführten Bundesregierung in den letzten Jahren mit mehr als einem Bund-Länder-Programm erfolgreich bewiesen. Ich denke nicht, dass der Bund sich nun auch noch an der Finanzierung zusätzlicher der Lehramtsstudienplätze für alle Schulformen beteiligen oder ein weiteres Sonderprogramm für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern auflegen sollte, wie die Linke es fordert. Nein. Das sprengt einfach den Rahmen und würde die Länder zu stark aus der Verantwortung entlassen. Nicht nur an die Linken, auch an die Ampel gerichtet, sage ich, wir dürfen das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern bei der Bildung im Grundgesetz nicht ganz aufheben oder weiter aufweichen. Die Länder bilden den Bund und sind keine nachgeordneten Bundesbehörden. Ich nehme die Ampelregierung beim Wort, wenn sie in ihrem Koalitionsvertrag sagt, um die Leistungsfähigkeit des Föderalismus zu erhöhen, braucht es Klarheit bei den Aufgaben und der Finanzierung. Ministerin Stark-Watzinger hat das gestern erfreulicherweise auch im Forschungsausschuss betont. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das zu den Absichten der Ampelregierung passt, dass sie unter dem Stichwort Kooperationsgebot eine engere, zielgenauere und verbindliche Kooperation mit den Ländern unter anderem im Bildungsbereich ansteht. Darüber müssen wir beim geplanten Bildungsgipfel und im Ausschuss noch intensiv diskutieren. Wir sind in jedem Fall dabei, wenn es darum geht, erfolgreiche Bundesprogramme wie die qualitätsoffensive Lehrerbildung inhaltlich weiterzuentwickeln und mehr bundesweite Bildungskompetenzzentren aufzubauen, damit neue Ideen aus der Bildungsforschung schneller für die Lehrerbildung genutzt werden können. Oder wenn es darum geht, die nationale digitale Bildungsplattform weiterzuentwickeln und damit auch die Digitalkompetenz von Lehrkräften weiter zu stärken. Einem Prinzip werden wir jedoch auf jeden Fall treu bleiben. Für eine gute Bildung brauchen wir klare föderale Zuständigkeiten und Kompetenzen. Alles andere ist der Weg in die organisierte Unverantwortlichkeit. Liebe Frau Kollegin Dr. Sitte, ich bitte Sie noch mal über Ihre Wortwahl, nachdem Herr Altenkamp Ihnen die Frage verwehrt hat, nachzudenken und das beim nächsten Mal nicht so zu machen. Und jetzt haben Sie eventuell die Möglichkeit, auch in Ihrer Kurzintervention sich dafür zu entschuldigen. Vielen Dank. Also sagen wir mal so, Frau Präsidentin, ich denke drüber nach. Sie haben meine Kurzintervention nicht nur mit Ihrem Redebeitrag, sondern vor allem mit Ihrem Beispiel Thüringen provoziert. In den Jahren, in denen die CDU vor der jetzigen Landesregierung bzw. dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow regiert hat, sind keine Lehrer eingestellt worden. Schon in der ersten Legislatur hat Thüringen 3.500 Stellen geschaffen für Lehrerinnen und Lehrer, also für Neueinstellungen. Und jetzt kommen wir mal zu Sachsen-Anhalt. Das ist ja eine CDU-geführte Regierung. Dort haben wir einen Ministerpräsidenten der CDU. Dort wiederum wurde beschlossen, dass im Hochschulbereich gekürzt wurde. Das bedeutet zum Beispiel in meinem Wahlkreis mit der Martin-Luther-Universität, die Lehramtsausbildung praktiziert seit vielen Jahren, dass sie vermutlich, wenn der Haushalt so durchkommt oder so beschlossen wird, wie das jetzt ist, 21 Millionen kürzen muss. Das bedeutet natürlich, dass das, was Sie jetzt sagen, die Länder sind dafür verantwortlich und nicht der Bund, dass dieses Land, CDU geführt, die Kohle des Bundes nimmt mit den Programmen, die in den letzten Legislaturperioden aufgelegt worden sind,
aber gleichzeitig kürzt an ihren Universitäten. Das heißt, wir wollten zusätzlich Geld bereitstellen und ihre eigene Landesregierung sorgt dafür, dass dieses Geld nicht dort ankommt, wofür es gedacht ist. Vielleicht für Sie mal zum Nachdenken, bevor Sie anfangen, hier zu sagen, nicht der Bund, sondern das Land. Ja, dann müssen Sie natürlich Ihre Hausaufgaben machen. Lieber Herr Kollege Altenkamp, Sie haben die Möglichkeit zum Antworten. Liebe Kollegin, natürlich ist es unstreitig so, dass ich nicht jede Entscheidung in den Bundesländern gut finde, aber das, was Sie gerade geschildert haben, ist doch geradezu ein Beweis für meine Fraktion, dass es keinen Sinn macht, weiter entsprechend Geld, Bundesgeld, in die Länder an dieser Stelle hineinzuschütten, damit sie sich der Verantwortung an anderer Stelle entziehen. Und insofern bleiben wir auch wir Verfechterin des Föderalismus. Dann schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 678 an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Und bevor wir nun in den nächsten Tagesordnungspunkt einsteigen, habe ich die Protokolle über die Wahlergebnisse vorliegen und ich werde diese jetzt verlesen. Das wird ein Stück Zeit in Anspruch nehmen. Ich versuche es, dass es relativ schnell geht, aber wir müssen das jetzt hier so gemeinsam erledigen. Also, es geht um den Top 4b heute Morgen, das Protokoll über die Wahl der Mitglieder des Vertrauensgremiums gemäß § 10a Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung. Mitgliederzahl 736, abgegebene Stimmen waren es 671. Von den abgegebenen Stimmen entfielen auf Martin Gerster 549 Ja-Stimmen, 65 Nein-Stimmen, 34 Enthaltungen, 21 Ungültige. Wiebke Papenbrock 547 Ja-Stimmen, 68 Nein, 35 Enthaltungen, 22 ungültig. Dennis Rohde 551 Ja, 64 Nein, 33 Enthaltungen, 23 ungültig. Andreas Schwarz 553 Ja, 63 Nein, 32 Enthaltungen, 23 ungültig. Dr. André Berghecker 535 Ja, 40 Nein, 52 Enthaltungen, 44 Ja-Stimmen. Ingo Gedichens 531 Ja, 43 Nein, 52 Enthaltungen, 45 ungültige Stimmen. Kerstin Radomski 536 Ja, 40 Nein, 50 Enthaltungen, 45 ungültige Stimmen. Sven-Christian Kindler 516 Ja, 80 Nein, 48 Enthaltungen, 27 ungültige Stimmen. Jamila Schäfer 524 Ja, 73 Nein, 49 Enthaltungen, 25 ungültige Stimmen. Otto Fricke 582 Ja, 38 Nein, 36 Enthaltungen, 15 ungültige Stimmen. Christoph Meyer 562 Ja, 42 Nein, 45 Enthaltungen, 22 ungültige Stimmen. Markus Bühl 106 Ja, 423 Nein, 37 Enthaltungen, 105 ungültige Stimmen. Dr. Dietmar Bartsch 407 Ja, 146 Nein, 57 Enthaltungen, 61 gültige Stimmen. Die Abgeordneten Martin Gerster, Wiebke Papenbrock, Dennis Rohde, Andreas Schwarz, Dr. André Berghecker, Ingo Gedichens, Kerstin Radomski, Sven-Christian Kindler, Jamila Schäfer, Otto Fricke, Christoph Meyer und Dr. Dietmar Bartsch haben die nach § 10a Absatz 2 Bundeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen erreicht. Sie sind damit als Mitglied des Vertrauensgremiums gewählt. Der Abgeordnete Markus Bühl hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, unterschrieben von den Schriftführerinnen und Schriftführern heute Morgen. Ich komme zum Top 5a, dem Protokoll über die Wahl der
außerordentlichen Mitglieder des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes, 736 Abgeordnete, abgegebene Stimmen 671. Von den abgegebenen Stimmen entfielen auf Bettina Hagedorn 544 Ja, 72 Nein, 34 Enthaltungen, 21 ungültige Stimmen. Frank Junge 538 Ja, 73 Nein, 38 Enthaltungen, 22 ungültige Stimmen. Dennis Rode 540 Ja, 74 Nein, 35 Enthaltungen, 22 ungültige Stimmen. Christian Hase 517 Ja, 51 Nein, 58 Enthaltungen, 45 ungültige Stimmen. Andreas Mattfeld 508 Ja, 58 Nein, 59 Enthaltungen, 46 ungültige Stimmen. Florian Osner 511 Ja, 57 Nein, 57 Enthaltungen, 46 ungültige Stimmen. Sven-Christian Kindler 502 Ja, 89 Nein, 51 Enthaltungen, 29 ungültige Stimmen. Jamila Schäfer 519 Ja, 84 Nein, 43 Enthaltungen, 25 ungültige Stimmen. Otto Fricke 566 Ja, 45 Nein, 38 Enthaltungen, 22 ungültige Stimmen. Peter Böhringer 108 Ja, 425 Nein, 33 Enthaltungen, 105 ungültige Stimmen. Dr. Gesine Lötsch, 381 Ja, 167 Nein, 66 Enthaltungen, 57 ungültige Stimmen. Die Abgeordneten Bettina Hagedorn, Frank Junge, Dennis Rode, Christian Haase, Andreas Mattfeld, Florian Osner, Sven Christian Kindler, Jamila Schäfer, Otto Fricke, Dr. Gesine Lötsch haben die erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen erreicht. Sie sind damit als ordentliche Mitglieder des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 2 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes gewählt. Der Abgeordnete Peter Böhringer hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, unterzeichnet von den Schriftführerinnen und Schriftführern. Und das letzte Protokoll, was zu verlesen ist, der Top, auch Top 5. A. Ein Protokoll über die Wahl der stellvertretenden Mitglieder des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes. Es waren wieder die Mitgliederzahl der Abgeordneten 736, abgegebene Stimmen 671. Von den abgegebenen Stimmen entfielen auf Esther Dilcher 543 Ja, 66 Nein, 41 Enthaltungen, 21 ungültige Stimmen. Dr. Wiebke Esther 531 Ja, 76 Nein, 44 Enthaltungen, 20 ungültige Stimmen. Andreas Schwarz, 541 Ja, 68 Nein, 41 Enthaltungen, 21 ungültige Stimmen. Uwe Feiler, 524 Ja, 53 Nein, 54 Enthaltungen, 40 ungültige Stimmen. Dr. Silke Launert, 520 Ja, 53 Nein, 58 Enthaltungen, 40 ungültige Stimmen. Antje Tillmann, 519 Ja, 55 Nein, 54 Enthaltungen, 43 ungültige Stimmen. Andreas Autretsch, 516 Ja-Stimmen, 81 Nein, 51 Enthaltungen, 23 ungültige Stimmen. Bruno Höhnel, 517 Ja, 81 Nein, 51 Enthaltungen, 22 ungültige Stimmen. Carsten Klein, 558 Ja, 41 Nein, 48 Enthaltungen, 24 ungültige Stimmen. Wolfgang Wiele, 110 Ja, 417 Nein, 36 Enthaltungen, 108 ungültige Stimmen. Und Viktor Perli, 381 Ja, 174 Nein, 59 Enthaltungen und 52 ungültige Stimmen. Die Abgeordneten Esther Dilcher, Dr. Wiebke Esther, Andreas Schwarz, Uwe Feiler, Dr. Silke Launert, Antje Tillmann, Andreas Autretsch, Bruno Höhnel, Carsten Klein und Viktor Perli haben die erforderliche Mehrheit von 669 Stimmen erreicht. Sie sind damit als stellvertretende Mitglieder des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes gewählt. Der Abgeordnete Wolfgang Wiele hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. Auch hier wieder die Unterzeichneten sind die Schriftführerin und Schriftführer am heutigen Morgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und so können wir nun in der Tagesordnung fortfahren. Ich gratuliere natürlich allen Gewählten hier im Hohen Hause für ihre Aufgaben. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 12 sowie dem Zusatzpunkt 3, zweite und dritte
Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die Feststellung des Wirtschaftsplans des EAP-Sondervermögens für das Jahr 2022.